Hallo und herzlich willkommen zum dritten Interview vom Instant Rave 37 mit unserem Host Urst Agency. Und auch bei dir muss ich sagen, ich freue mich Urst bescheuert, dass du heute da bist. André Wischnewski. Ich freue mich auch. Hallo. Na du? Na? Wie ist es so? Ja, komische Zeit im Moment, ne? Komische Zeit im Moment, ja. Aber ansonsten, mir geht's gut. Das ist kann doch ich schon planen. Mal schön. Ja. Fantastisch. Und auch wie immer dein Strahlemann-Grinsen drauf. Das heißt, es ist schrecklich, Urst, ja. Furchtbar. Also, Urst schlimm. Ja. Ja, sag mal zu Urst-Crew, wie bist du zu der gekommen? Oh, das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich habe Enno irgendwann so lange genervt, bis er gesagt hat, okay. Okay. Das ist geil, ja. Also man muss, um als Künstler erfolgreich zu sein, auch so eine gewisse Hartnäckigkeit an den Tag legen. Man muss einfach penetrant sein. Penetrant sein. Genau. Okay. Nein, ich denke nicht penetrant, einfach hartnäckig. Mhm. Man muss, ja. Können muss man aber nichts. Identisch sein. Oder identisch? Identisch, nee, warte mal. Nee, wie nennt man das? Auch. Authentisch. Authentisch, genau. Identisch, authentisch. Siehst du, geht schon gut los hier. Man muss authentisch sein und. Hast du was getrunken? Ja. Ja? Ja, ein halbes Bier. Ein halbes Bier? Na, hier noch ist es noch lange. Nee, dann bestell dir doch mal bitte was, ja? Ich lade dich jetzt herzlich zu einem Getränk ein. Du darfst dir gerne was beim Zimmerservice bestellen. Schade, wir haben Toilette, schönen guten Tag. Ja, ich hätte gern ein Bier. Dankeschön. Mhm. Und jetzt noch mal mit 9 drücken und dann geht noch wirklich jemand drin. Oh mein Gott. Guck mal, hier, ich drücke hier auf die 9, da geht nichts. Ja. Es wird schlimm mit dir. Ja. Aber das übertrifft wieder mal meine ganzen Erwartungen. Oh Mann. Junge, Junge. Da kommt nichts. Warte mal ab. Ich habe dir ja gerade vorgewarnt. Wahrscheinlich dachten sie, der Typ hat so einen der Klatsche. Der kriegt nichts. Da könnten sie richtig liegen. Da kommt wirklich nichts. Wirklich? Nein. Hörst du wenigstens was? Nichts. Okay, pass auf. Wir probieren es nochmal. Vielleicht haben wir zu stark desinfiziert und die Platinen sind durch. Warte. Frauen und Technik. Dr. André hier, ich hätte gern noch ein Bierchen. Ja. Oh, ein Radeberger. Ja, bitte. Ja. Wunderbar. Ich danke dir. Tschüss. Leute ohne Macke sind kacke, scheiß die Wandern sind wir, gell? Du bist ja nicht nur Pausenclown und Hobby-Comedian, sondern du bist auch Berliner Urgestein in der Techno-Szene und hast dieses Jahr jetzt dein 20-jähriges Bühnenjubiläum. Richtig. Warte mal, ich muss mal ein Tränchen wegwischen. Ist das so traurig? Ja, das ist schrecklich, echt. 20 Jahre müssen wir dich schon aushalten. Ach ja, das. Erzähl mal! Du hast ja die Berliner Szene schon extrem lange mitverfolgt, ne? Ja. Wie war das für dich? Wie bist du in die Szene reingekommen? Wann war deine erste Club-Erfahrung? Wie bist du zum DJ geworden? Oh, das ist eine gute Frage. Also eigentlich bin ich ja Leistungssportler gewesen, Judo gemacht auf der Sportschule. Judo? Judo, auch relativ erfolgreich, aber halt auch nur in der Jungzeit. Und dann so meine erste Techno-Erfahrung war, sage und schreibe doch 1995, Peace on Earth, die letzte Parade auf dem Kudamm. Das war deine erste Techno-Erfahrung? Das war meine erste Techno-Erfahrung. Oh, also jetzt so verstehe ich alles, ihr auch. Ne? Und, oh, Sekunde. Das Bier kommt. Hui! Oh. Bierchen, avec Pläsierchen, vielen Dank. Na ja. Kann ich dich für zu Hause auch buchen? Leider nicht. Kommt immer auf das Weggeld an. Ne? Das ist. Soll er haben. Vielen lieben Dank. Danke dir. Ja, und das war meine erste Live-Techno-Erfahrung. Mhm. Ne? Ansonsten in der Schule so angefangen mit Charlie Nonois, Metal Theo, R&B, Rolfmeier Bohle, Redemption, ja, ja. Dune. Das waren so die ersten Techno-Erfahrungen oder elektronische Erfahrungen. Ja. Und dann. Lustig, ja, ich kann mich auch noch so dran erinnern. Das ist auch alles noch im Radio gelaufen. Richtig, ne? Richtig. Und dann so richtig, mein erster Techno-Club war der 1. Mai 1997, der alte Tresor. Oh. Ja. Du bist, glaube ich, bei diesem Instant Rave der vierte von vier Künstlern, der sagt, erste Techno-Erfahrung im Tresor. Das also irgendwie war das extrem prägend, der Tresor damals, oder? Definitiv, genauso wie das alte E-Werk. Ich konnte so ja noch 3 oder 4 Monate im alten E-Werk mitfeiern. Und konnte das sozusagen genießen dort und ja, das war ganz anderes wie heute. Ne? Also das war Techno-Kultur schlechthin.
Aber was war der Unterschied zu heute für dich? Also wo siehst du es am stärksten? Naja, früher war das nicht so dieses wir sehen und wir sehen werden, ne? Sondern einfach feiern. Einfach die Musik genießen, feiern, sich mit Leuten treffen, danach auf der After Hour gehen. Ja, und dann einfach, ich glaube, ich habe die ersten 2 Jahre wirklich fast rund um die Uhr Techno erlebt. Ne? Mhm. Du kannst ja heutzutage in Berlin immer noch. Also das heißt, du warst wirklich so 7 Tage die Woche am Start. Ist auch schon mal vorgekommen, ja. Also ne, das montags, okay. Also 36, Electric Ballroom. Dienstag war, glaube ich, immer so der Ruhetag. Mhm. Mittwochs dann Bonito House, Tresor. Donnerstags Ligier Club oder Lime Club. Freitags waren dann entweder irgendwelche großen Raves oder halt E-Werk, genauso wie Sonnabend. Dann Sonntag war Subground im alten Pfefferberg, waren die Veranstaltungen, die dann irgendwann ins Nordtox gezogen sind. Und ja, dann war auch schon wieder Montag. Ne? Und irgendwie so, ja, aus der Schule raus, erstmal kein Job, das Leben genießen erstmal. Ne? Aber Leistungssport hast du parallel zu dem Ganzen auch noch gemacht? Nein, sag mal, nee, da war dann vorbei. Da kamen die Frauen, da kam der Techno, ne? Und da war das Bier und da war dann nichts mehr mit Leistungssport. Nee, ne? Okay. Bin ich aber auch ganz froh drüber. Ne? Also das ist, Leistungssport ist schon echt Mord. Ist krass, ne? Das ist Mord. Verhält man sich auch, ne? Definitiv, auf eine Art und Weise. Definitiv. Ne? Mhm. Und es hat ganz viel Disziplin zu tun und ja. Die war dann mit Techno dahin. Die Disziplin ist zum Techno gekommen. Ich verstehe. Ah, Techno-Disziplin. Techno-Disziplin ist ja auch was ganz Wichtiges. Braucht man ja auch. Also sonst hält es ja auch keine 7 Tage die Woche aus. Ne? Richtig, richtig. Mhm. Ne? Du hast aber auch ganz viel in den letzten 20 Jahren auch schon selber als Künstler gearbeitet, hast auch selbst unter verschiedenen Pseudonymen gearbeitet und tolle richtig. Kollaborationen auch am Start gehabt. Richtig. Hast du so ein herausragendes Projekt, wo du sagst, das war schon immer mein Lieblingsprojekt? Ja, na ganz klar, Kanzler Wischnewski, ne? Mit meinem guten Buddy Erik. Hallo Erik! Also nicht zu verwechseln mit Thorsten Kanzler. Genau, ne? Erik ist der wahre Kanzler. Nein, Spaß beiseite. Also wie gesagt, ich habe ja unter Colin Baker damals angefangen. Furchtbarer Name. Aber irgendwie fand ich ihn damals gut. Colin Baker. Ja, total. Also diese, you know, diese amerikanische so die Coolness, ne? Wie bist du auf den gekommen? Frag mich nicht, keine Ahnung. Schnapsidee wahrscheinlich. So, kam dann, wahrscheinlich nach 7 Tage feiern. Ja, wahrscheinlich. Colin Baker. So, dann hatte ich eine Collab mit einem guten Kumpel, mit dem Insel. Da haben wir uns Two Up Crew genannt. Mhm. Das waren dann so die ersten. Two Up Crew. Genau, die ersten Back-to-Back-Erfahrungen. Wie die Sprayer, nur genau. Zwei. Okay. Genau. Mhm. Und ja, dann habe ich den Erik kennengelernt über damals noch MySpace. Den Erik. Genau, der ist ja nun gebürtig ja. Jetzt darf ich es nicht falsch sagen. Nicht Bayer, sondern Franke. Ne? Da aus, hätte ich sonst auch ein Wörtchen mitzureden. Genau. Aus Fürth. Und das hat von Anfang an gepasst. Erik war die Producer-Sau, die Techno-Sau. Und ich bin ja nun schon immer so bekannt eigentlich für melodische, melancholische Musik. Und das hat einfach gepasst. Mhm. Ne? Dieser Wechsel auch in den Sets. Und Erik war ja so ein bisschen introvertierter. Ich bin ja nun, wie man schlecht erkennen kann, sehr extrovertiert und ja. Hättest du es jetzt nicht gesagt. Wäre dir nicht aufgefallen, nee, oder? Nee. Ne? Dir auch nicht, oder? Nee, der ja. Teddy. Ja, ach, das ist ein Teddy. Das ist der Space Teddy. Kennst du den nicht? Nee. Gab früher mal ein Label, Space Teddy. Die haben grandios gute Musik. Das hat Motte und Uwe Reinicke und noch jemand, der Werner hat das noch gemacht. Grandiose Musik gemacht, aber schlechte Kuscheltiere. Das ist ein Fangeschenk. Da hat ein Fan sich zu Hause hingesetzt und hat den von Hand gestrickt. Ich glaube, ich weiß sogar noch, die Gina war das, glaube ich, ne? Die hat das von Hand gestrickt und stand dann irgendwann mal vor Motte auf der Tanzfläche und hat ihm den Space Teddy so in die Hand gedrückt. Und wir dachten, wir wollen unserem schönen Hotelzimmerchen hier auch ein bisschen persönliche Note geben. Und deswegen haben wir alles, was wir bei uns noch im Fundus und im Archiv ausgraben konnten, wie auch diese schöne psychedelische Decke, haben wir genommen, um das noch ein bisschen hübsch zu machen. Nur für dich heute. Ja, wunderbar. Und ich dachte, ich bewege mich so, aber nee, das ist ja die Decke. Das kommt nach 7 Tagen. Das ist also, nee. Ja. Ja, ja. Oh, also dann hast du dein Lieblingsprojekt mit dem gehabt. Genau. Aber du bist ja auch schon wirklich, wie gesagt, so lange am Start in Berlin. Gibt's die Lovebird war deine erste Erfahrung. Gibt es da irgendwie eine besondere Story, die du zu erzählen kannst? Weil wir wollen ja gerne, was wir die Lovebird wieder ins Leben rufen. Wir wollen ja den echten Spirit zurückholen. Und da brauchen wir natürlich Erfahrung von Zeitzeugen. Also für mich war eigentlich jede Parade. Also insgesamt waren es 10 Stück. Mhm. Und jede Parade war für mich ein absolutes Highlight. Ne? Also, ob jetzt nun der Beginn ist
wo die Floats so anfangen loszurollen, die ersten Sounds so rauskommen, die Leute so abfeiern oder einfach auch so zu sehen, wie sich so der Publikum, die Menschenmenge eigentlich so gesteigert hat von Jahr zu Jahr. Ne? Das waren ja, glaube ich, in Hochzeiten 1,2 Millionen oder 1,5 sogar. 1,5, ne? Wo man eigentlich gar nichts mehr gesehen hat vom Tiergarten und einfach abends diese Atmosphäre, wenn sich alle LKWs miteinander gekoppelt haben und aus jedem LKW irgendwie der Sound der Else rauskam. Wahnsinn. Also das muss man vielleicht noch mal kurz für die, die es wirklich nicht erlebt haben oder noch nicht gehört haben, erklären. Also es war dann schon so, von beiden Seiten vom Brandenburger Tor als auch vom Ernst-Reuter-Platz sind die LKW so aufeinander zugefahren, haben sich dann am großen Stern in diesem riesen Kreisverkehr getroffen, sich im Kreis aufgestellt und ab da wurden dann alle LKW gleichgeschaltet und man hat den Sound von der Mainstage auf allen LKW gehört und spätestens da war niemand mehr zu halten. Ausrasten. Das pur. War, da Motte hat mal so lustig gesagt, da ging ein Ruck durch Deutschland. Das war Wahnsinn, ne? Und ja, ich meine, okay. Die DJs jetzt, wie lange waren die damals? 20 Minuten? 25? 20 Minuten. Ne? Und da hast du einfach gemerkt, was in 20 Minuten die Künstler an verschiedenen Tracks in ihr Set gepackt haben. Ne? Alleine das Mixing kann man mit heute gar nicht vergleichen. Ne? Entschuldigung, kein Corona. Nein, um Gottes Willen. Total gesund, ne? Nur Frosch im Hals. Ja, und das war einfach Wahnsinn. Also das ist für mich, das werde ich nie vergessen. Das bleibt immer in den Erinnerungen drin. Und von daher ist eigentlich jede Parade, die ich mitnehmen konnte, das Highlight schlechthin. Ne? Also man kann jetzt nicht einzelne das da rausziehen. Es ist einfach, man muss es mitgemacht haben. Ne? Und ja, auch die anderen Paraden, die dann nicht in Berlin waren, waren zwar schön anzusehen im Fernsehen, aber man kann es einfach nicht mit Berlin vergleichen. Ja. Das ist, Berlin hat auch einfach das Ding kreiert. Also die Parade, das waren ja nicht nur die Leute, die es gemacht haben, sondern die Parade waren ja immer die Menschen, die auch da waren. Ja? Und dadurch ist halt dieses ganze Ding in Berlin einfach so mit sich gewachsen. Und sowas einfach so rauszunehmen und irgendwo anders rein zu transplantieren, ist halt, denke ich, grundsätzlich was Schweres. Also das wäre nicht nur der Love Parade so gegangen, sondern es wäre, also auch, ich glaube, bei der Mayday war es ja auch so, die hat ja auch das erste Mal in Berlin stattgefunden, ist dann nach Dortmund gekommen. In der Halle Weißensee. In der Halle Weißensee hatte zuerst statt. Weißensee, ja. Stimmt, da war was. Richtig. Ja, das war einfach ein Feeling, wenn sich die Leute, alleine die Autobahn, wenn man da so teilweise die Reportagen gesehen hat, auf den Autobahnen, die Autos im Stau angehalten, die Leute sind ausgestiegen, haben da gefeiert. Hieß nicht auch mal der Tiergarten, Rave Garden oder irgendwie so? Haben sie den nicht mal also für ihre Parade? Haben sie den nicht mal irgendwie umbenannt sozusagen zur Parade irgendwie als Rave Garden oder irgendwie so? Kann gut sein. Und dann so die... die Love Week, die dann ins Leben gerufen wurde. Oh ja, oder ich weiß noch zum Beispiel, der Potsdamer Platz, der wurde damals ja gebaut und da gab es ja diese rote Infobox. Ne? Diese Aussichtsplattform, wo man da gucken konnte. Und da habe ich noch ein Erlebnis. Da bin ich auf die Infobox hoch und war auf Toilette irgendwie, bin rausgekommen und stand auf einmal dicht an dich, Karl Cox. Ups! Ne? Weil die haben von da oben gespielt. Ich glaube, das war Fritz Love Radio. Aha, okay, ja, klar. Oh, jetzt kommen gerade so viele Erinnerung. Na, man muss ihn nur einmal anpieksen und dann geht's einfach von alleine. Kennt ihr auch Kaffee Schönbrunn im Volkspark Friedrichshain? Wahnsinn, was da für Gibt's Partys mega gute Pizza. Echt? Gegessen habe ich da nie. Gekaut schon, aber gegessen nie. Nein, Spaß. Spaß beiseite. Schlimme Zeit damals. Ja, aber das sind so die Sachen, die einfach in Erinnerung bleiben. Ne? Und deswegen habe ich nämlich damals auch... Ich wundere mich wirklich, dass du dich noch erinnern kannst. Ja, Kanzler Wischniewski, wir haben ein Video haben wir so ja im Volkspark Friedrichshain gedreht. Ah ja? Ich weiß jetzt gar nicht mehr, welches das war. Ich glaube, das war ein Bootleg von Ellie Goulding. I had a heard. You know, I had a heard. I had a heard. Heard. Ja, mein Englisch ist sehr schlecht, aber ich verstehe zumindest. Mit Erklärung. Genau, und da haben wir dieses Video gedreht, weil ich mit dem Friedrichshain auch viel verbinde, also rein musikalisch. Ne? Und geile Zeit gewesen, möchte ich nicht missen. Wie hast du denn den Wandel der Berliner Szene, also den Wandel der Love Parade hast du ja mitbekommen, hast du gerade auch schon beschrieben, ja, aber du hast ja auch den gesamten Wandel der Berliner Szene mitbekommen. Ne? War ja früher so ganz wenige kleine Clubs, mittlerweile... Ich weiß gar nicht, wie viele es jetzt zuletzt waren. Auf jeden Fall mehr, als man am Wochenende abfeiern kann. Definitiv. Wie hast du das wahrgenommen? Ja, habe ich das überhaupt so richtig als Wandel wahrgenommen? Ich finde, das ist ja eigentlich eine Entwicklung. Ne? Früher, also ich zum Beispiel, bin auch im Sky Club groß geworden. Verpönen alle, ne? Um Gottes Willen. Aber ich muss sagen, Chapeau, danke Sky Club, dass das der erste Club auch war,
der eben die Möglichkeit gegeben hat, vor einem Publikum zu spielen. Mhm. Ich glaube, das braucht man auch. Und ich bin auch immer so gewesen, man kennt ja viele Veranstalter, du spielst da, dann spielst du da nicht und hast du dich gesehen. Mhm. War mir immer scheiße, ja. Ne? Mhm. Ich habe da gespielt, wo es mir Spaß gemacht hat, wo ich Loyalität auch bekommen habe oder auch zurückgeben konnte. Und von daher, das waren damals im Sky Club ja Stefan, Nico und der Norm, ne? Mhm. Ganz tolle Leute. Klar, ihr habt auch mal ein paar Zickigkeiten und so, aber hätten die eben nicht die Möglichkeit gegeben, sich zu entfalten, die Musik nach draußen zu bringen, wäre ich heute wahrscheinlich nicht hier mit dir auf der Couch. Im Couch, Bett. Bett. Wir sind heute im Bett. Ja, nee, aber ich meine, das ist ja auch ganz wichtig, finde ich, wenn man eine gute Beziehung mit jemandem pflegt, jetzt so zu Clubleuten auch. Also richtig gut ist es dann, wenn man sich auch mal miteinander streiten kann und danach alles wieder gut wird. Ne? Also Reibung erzeugt Wärme, ne? Definitiv. Und verstärkt die Freundschaft im besten definitiv. Fall. Definitiv, definitiv. Und ja, von daher, Berlin war ja schon immer, ja, So ein Anziehungspunkt, ne? Und Berlin war immer im Wandel, mhm, ne? Und hat sich immer weiterentwickelt. Und genauso ist es auch mit der Clubszene gewesen. Früher Kino International, super Partys gefeiert, mhm, ne? Würde heute kein Schwein mehr hinnehmen, ne? Und das braucht Berlin halt und das macht Berlin eigentlich auch für sich alleine so, ne? Mhm. Das entwickelt sich immer weiter und ist einfach toll zu sehen. Es machen neue Clubs auf, es schließen leider auch wieder Clubs, aber wiederum machen dann zwei wieder auf und von daher, der Wandel ist immer da, mhm, ne? Und der wird Berlin auch weiter begleiten. Mhm. Naja, jetzt im letzten Jahr 2020 war es ja so, dass wahrscheinlich das für einige Clubs in Berlin das ausbedeutet hat. Mhm. Wenn du dir jetzt mal so rückblickend das Jahr anguckst und dir dann vorstellst, wie könnte eine Zukunft für die, nicht nur Berliner, sondern auch für die Clubkultur, du bist ja nicht nur in Berlin unterwegs, mhm, ja, auch wenn du durch und durch Berliner Kind bist, sondern du bist ja deutschlandweit und auch international unterwegs, bist viel in Frankreich, Spanien. Wie könntest du dir vorstellen, dass so eine Clubszene in der Zukunft ausschaut, so im Jahr nach Corona? Also wenn wir sagen 2021, lassen wir, keine Ahnung, vielleicht geht noch was, vielleicht nicht. Na, wie geht's weiter? Also ich hoffe nicht mit Schnelltests am Türsteher vorbei irgendwie, mhm, so, ne? Weil das wäre für mich absolute Katastrophe. Ich denke, die Szene, die wird sich von ganz alleine irgendwie drauf einstellen, ne? Also mhm, ich kann nicht in die Zukunft kriegen, ich kann dir auch keine Ideen nennen, wie es weitergehen wird. Es wird auf jeden Fall weitergehen, weil Musik... Wie würdest du es dir wünschen? Naja, dass die Leute vielleicht die Pause, die wir jetzt haben und die letzten Wochen und Monate hatten, einfach auch mal wieder nutzen, um sich zu besinnen, mhm, zu sich zu finden und ja, einfach mal dieses Weggehen, dieses Feiern gehen, einfach mal wieder zu schätzen wissen. Mhm. Ne? Das ist ja leider in Berlin oft verloren gegangen, Massenraves irgendwie, wo, was weiß ich, 2000, 3000, 4000, 5000 Leute hinrennen, mhm, wo es eigentlich schon gar nicht mehr darum geht, welcher Künstler ABC da spielt, sondern einfach nur gesehen und gesehen werden. Leute, das ist nicht toll irgendwie. Und posten können. Genau, so, mhm, irgendwie hier, Selfie hier, dicker Arm da, schöne Frau hier, sondern einfach Leute, geht weg wegen der Musik, unterstützt die Künstler, feiert die Musik und habt einfach Spaß dabei, ne? Mhm. Und genießt es einfach. Wir haben nur das eine Leben und das sollten wir einfach zu schätzen wissen. Mhm. Schöner Satz. Ja. Finde ich gut. Kann ich auch. Kannst nicht nur quatschen, sondern genau, auch mal tiefgründig. Ja. Die vielen Facetten des André Wischnewski. Ja. 2020 hast du gegen Ende nochmal drei ganz besondere Sets auf deinem Soundcloud-Account hochgeladen, genau, habe ich gesehen. Ne? My fucking 20, darf man das sagen? Ja. My fucking 2020. Bitte. Und dann das Thema Liebe, das Thema Hoffnung und das Thema Wut. Genau. Ja, so heißen die auch. Und richtig, das sind drei völlig unterschiedliche Sets. Genau. Wo du einfach deine Emotionen... Einfach meine Emotionen aus dem Jahr 2020, mhm, weil das Jahr 2020 auch für mich nicht einfach war. Also von persönlichen Schicksalsschlägen bis beruflichen Veränderungen, mhm, einfach... Also jetzt auch unabhängig von dem Corona-Kram. Total unabhängig vom Corona. Es gibt nämlich auch noch andere Themen auf der Welt. Noch. Und das war einfach für mich so... Ich habe so viel gelesen in letzter Zeit auf Facebook, auch meine eigene Familie, ne, wo ich mir teilweise sage, Entschuldigung Familie, aber Mann, Leute, was postet ihr da? Mhm. Aber trotzdem bin ich immer der Meinung, man muss die Meinung der anderen akzeptieren, mhm, tolerieren und so eine Meinung kommt ja nicht von ungefähr. Ne? Das sind Ängste, die Leute haben oder Sorgen und der eine nimmt das halt locker, der andere halt nicht so locker und von daher war es für mich einfach wichtig, so meine Emotionen in drei Sets zu packen,
wer mich eigentlich kennt, weiß, dass ich immer sehr melodisch, melancholisch spiele. Jetzt habe ich auch immer mit Anger, mit Wut zum Beispiel ein reines Techno-Set hochgeladen und gespielt, was sehr selten bei mir ist. Aber auch da habe ich mich wiederfinden können drin, einfach weil ich diese Emotionen rauslassen musste. Mhm. Ne? Auch mit dem Thema Liebe, mit dem Thema Hoffnung, ne? Was, glaube ich, wir alle im Moment haben. Ne? Viel Hoffnung. Und das sind, glaube ich, drei ganz wichtige Emotionen, die jeder Mensch in sich trägt. Und ich glaube, jeder von uns kann ja, irgendwie so ein Stückchen davon rausziehen aus seinem Jahr 2020. Hm, verstehe. Und jetzt hast du 2020 am Ende nochmal alles rausgelassen und bist jetzt offen und frei für neue Dinge in 2021. Was, ich hoffe. Was liegt so an 2021? Was geht bei dir? Na, also, was hast du vor? Ich hoffe, dass ich mein Studium zum staatlich geprüften Bautechniker im Juni abschließen kann. Mhm. Ich studiere nun seit 3,5 Jahren neben dem Beruf, also dreimal die Woche nach der Arbeit, jeden Sonnabend. Dazu dann noch die Musik, also vor Corona, mhm. Dazu noch das Privatleben, ne, die normale Arbeit, und das war schon ganz schön viel. Dein Tag hat mehr als 24 Stunden. eben nicht, und das ist ja das Problem. Ja. Und von daher, das ist so die oberste Prämisse. Dann hoffe ich, ja, dass es meiner Familie weiter gut geht, ne, dass alle weiterhin wieder gesund sind und ja, meine Tochter ihr Ding macht. Und, machst du Mucke 2021? Gibt es da schon irgendwas in der Pipeline? Veröffentlichung, irgendwas? Noch gar nicht. Nichts? Nein, ich bin ganz ehrlich. Aber ich muss auch sagen, ich finde es nicht schlimm. Ich bin im Moment so wirklich auf so einem Modus, ne, ich liebe meine Sets zu machen, aber ansonsten bin ich leer, weil ja auch der Input aus den Clubs fehlt, ne, irgendwie das Feedback, und ja, ich denke, das wird dann irgendwann so von ganz alleine wiederkommen. Man soll sich nicht zwingen. Das kommt von ganz alleine, denke ich. Ne? Und ja, ich bin da guter Hoffnung, das wird schon. Er ist gute Hoffnung. Ja. Guckt sich einer an. Das sieht man aber noch gar nicht. Nee? Nee. Ich bin so guter Hoffnung. Also ich bin ein scheiß hoffnungsloser Optimist. Ne? Von daher, das wird schon. Na, und wenn keine Ohren da wären, im Kreis grinsen. Richtig, na, das kann ich ganz gut, ne, grinsen. Na prima. Und was sich noch im Kreis dreht, sind Platten. Richtig. Das war die Überleitung des Jahres. Sehr das gut. Könnt ihr euch merken. Am Ende des Jahres kriege ich einen Preis dafür. Ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Spaß beim Spielen. Du Vielen hast Dank. Nämlich auch noch ein bisschen Musik mitgebracht, die du heute vorspielen wirst. Bin sehr gespannt, was du eingepackt hast. Hast du schon so einen kleinen Vorgeschmack? Ich denke schon, dass ich weiß, was ich spiele. So, es wird für uns melodisch, melancholisch, treibend. Treibend auch noch. Melodisch, melancholisch, wissen treibend, wir schon. Treibend wird es auch noch. Okay. Hoffe ich doch zumindest. Also Hoffnung, Wut und Liebe in einem Set oder gar nicht? Wut lassen wir heute mal aus. Okay. Ne? Hoffnung und Liebe, ne? Für den neuen Start 2021. Ne? Das Super. Jahr ist jetzt gerade ganz, ganz, ganz frisch. Da denke ich, da hat die Wut nicht mehr drin zu suchen. Nur noch Hoffnung und Liebe. Das wünsche ich euch allen und ja, könnt ihr spannend sein. Das finde ich super. Also ganz viel Hoffnung und Liebe und schöne Musik von Andrei Wischnewski. Viel Spaß euch. Bye. Ciao, ciao.